Die Allspawn-Mod war eine der legendärsten Minecraft-Mods überhaupt. Sie hatte damals einfach alles, wovon man hätte träumen können. Egal ob krasse Schwerter, starke Bosse oder neue Strukturen. Doch dann verschwand die Mod aus dem Nichts. Also irgendwie ist der Mod ein bisschen am Rad gedreht. Aber das ist eine Geschichte für ein ganz anderes Video. Heute geht es um den geistigen Nachfolger dieser legendären Mod. Es geht um die Chaos Awakens Mod. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, legen wir da auch direkt los mit dem heutigen Video. So Leute, dann würde ich sagen, legen wir doch mal direkt los mit unserer heutigen Mod-Vorstellung. Wie gesagt, heute geht es um die Chaos Awakens Mod. Das haben sich zumindest die Kanalmitglieder gewünscht. Wenn ihr auch mitvoten wollt, welche Mod ich als nächstes vorstellen soll, könnt ihr gerne Kanalmitglied werden und meinen Kanal auch noch so finanziell etwas unterstützen. Aber auf jeden Fall seht ihr schon im Hintergrund einige neue Erze. Das sind versteinerte Mobs und der ein oder andere sollte sie auch schon aus der Allspawn Mod kennen. Die Chaos Awakens Mod ist im Prinzip ein geistiger Nachfolger zur Allspawn Mod, obwohl die Mod-Entwickler gesagt haben, dass sie nichts mit der originalen Allspawn-Mod oder den Leuten, die diese Mod gemacht haben, zu tun haben, erkennt man auf jeden Fall schon einige Referenzen und Gleichheiten. Nichtsdestotrotz schauen wir die Mod uns heute an und wie gesagt, der erste Schritt ist erstmal, diese ganzen verschiedenen Erze oder besser gesagt Fossilien zu finden. Daran können wir nämlich, wenn wir diese waschen, neue Mob-Eggs bekommen und so ganz neue Mobs spawnen. Die Mod ist wie gesagt noch in einem sehr frühen Alpha-Stadium, deswegen gibt es noch nicht alle Mobs aus der Allspawn-Mod, aber auf jeden Fall schon einige und die würde ich euch heute gerne mal zeigen. Haben wir dann die neuen Fossilien gefunden, müssen wir diese erstmal waschen. Dabei brauchen wir hier diesen Aluminium-Power-Chip, den können wir so craften, einen Wassereimer, natürlich auch noch hier unsere Erze und auch einen Defossilierer, entweder aus Kupfer oder zum Beispiel aus Eisen. Auch den kann man super einfach craften. Ich empfehle sowieso, Just Enough Items zu installieren für alle Crafting-Rezepte. Was machen wir? Wir legen einfach hier unten etwas Wasser rein, nebendran die Aluminiumchips und oben drüber unsere Fossilien und dann werden diese schon direkt gewaschen. Und so bekommen wir neue Spawn-Eggs für die ganzen verschiedenen neuen Mobs dieser Mod. Die können wir dann einfach hier irgendwo spawnen und dann laufen sie schon rum, wie jetzt zum Beispiel hier dieser mini kleine Birch End. Aber neue Fossilienerze sind nicht das einzige, was diese Mod hinzufügt. Wir haben auch noch Sau. Viele neue Rüstungen. Und wenn ich sage, wir haben sau viele neue Rüstungen, dann seht ihr es hier. Es sind einfach nur so unglaublich viele neue Rüstungen und das war es noch lange nicht. Hier haben wir unter anderem alle möglichen Rüstungen aus der ursprünglichen Allspawn-Mod mit teilweise auch Verbesserungen und neuen Rüstungen, neuen Erzen und neuen Mobs. Aber vor allem die Queen, Godzilla und King-Rüstung sehen wirklich unglaublich cool aus, wie auch schon damals. Crafting-Rezepte gibt es bereits schon für alle Rüstungen, die aktuell im Spiel drin sind. Bekommen können wir allerdings noch nicht alle, denn manche Rüstungen benötigen spezielle Mob-Drops von Mobs, die noch gar nicht im Spiel hinzugefügt wurden. Unter anderem haben wir jetzt hier vorne diese Mottenrüstung. Um die zu craften, brauchen wir hier diese Mottenschuppen und die können wir wie gesagt noch nicht bekommen, da die Motte einfach noch nicht ins Spiel eingefügt wurde. Als Gegenbeispiel haben wir hier vorne zum Beispiel die ultimative Rüstung. Die können wir zum Beispiel jetzt auch mal hier direkt anziehen. Das ist so eine der ersten stärkeren Rüstungen, die wir tatsächlich auch craften können, unter anderem hier aus Titanium oder auch Platin und Uranium, was wir dann als Erze ganz normal unterirdisch auch finden können. Wie gesagt, ich empfehle einfach mal Just Enough Items runterzuladen, um dir die verschiedenen Rezepte anzuzeigen. Der Mobzilla Mob, die Queen und der King, die Boss-Mobs der originalen Allspawn-Mod sind zum Beispiel auch noch nicht drin. Es gibt aber bereits Screenshots und Work-in-Progress-Bilder von verschiedenen Mobs, die noch hinzugefügt werden sollen, die an der Stelle gerade mal hier eingeblendet werden. Dass ihr mal seht, wo es mit dieser Mod hingeht, ist es einfach nur unglaublich krass. Euch alle Rüstungen im Detail vorzustellen, ist jetzt zeitlich leider einfach nicht möglich. Deswegen probiert die verschiedenen Rüstungen einfach gerne mal aus. Rezepte bekommt ihr ja über die Just Enough Items Mod ganz easy. Jetzt aber nochmal hier ein paar Empfehlungen von mir. Unter anderem hier die Emerald-Rüstung, die etwas schwächer als Diamant ist, oder die Rubin- und Amethyst-Rüstung, die beide stärker als Diamant sind, dafür aber auch zum Beispiel Enchantments direkt von Haus aus mithaben. Für später dann natürlich auch hier die ultimative Rüstung, die wirklich sehr stark ist und mit der ihr auch gerade gegen größere Mobs wirklich gut bestehen könnt.
passend zu den ganzen verschiedenen neuen Rüstungssets gibt es natürlich auch noch neue Waffen und Tools. Hier gerade mal eine kleine Auswahl an Schwertern, die ich wirklich sehr cool finde, hereingelegt. Es gibt aber wie gesagt noch viel, viel mehr und mit neuen Updates soll da noch mehr dazukommen. Ich meine, Leute, schaut euch mal an, was wir hier alles an neuen Rüstungssets und neuen Waffensets aktuell schon in dieser frühen Alpha haben. Am allercoolsten finde ich eigentlich die Waffen, die hier oben drinnen liegen, denn die sehen wirklich einfach nur cool aus. Wir haben hier einmal das Royal Guardian Sword, was nicht nur enorm riesig ist, dass es nicht mal mehr in meinen Bildschirm hier hineinpasst. Es macht tatsächlich auch einfach 750 Angriffsschaden. Wir haben noch den Slayer Chainsaw oder zum Beispiel jetzt auch hier die Battle Axe oder die Big Bertha. Man kennt sie aus jeden Fall auf der Awespawn Mod, diese ganzen mega coolen Waffen. Gerade die Modelle finde ich auch wirklich super cool hier in die neuesten Minecraft-Versionen portiert. Wir haben hier noch den Attitude Adjuster oder jetzt hier eine freaking Raygun, mit der wir sogar hier Sachen in die Luft jagen können. Das ist wirklich so cool umgesetzt. Natürlich auch hier ganz klassisch die Battle Axe der Queen oder auch hier zum Beispiel neue Items wie den Donnerstab, mit dem wir Donner auslösen können, wie der Name schon sagt. Auf jeden Fall sehr starke, sehr coole neue Waffen und wie gesagt, Crafting-Rezepte bekommt ihr auch schon mit R für alle Waffen in dieser frühen Version, auch wenn es manche Items wie zum Beispiel diese Royal Guardian Scales noch gar nicht gibt, weil der Royal Guardian noch nicht hinzugefügt wurde als Mob, könnt ihr diese Scales aktuell noch nicht bekommen, aber wie gesagt, sobald ihr Mod ein Update bekommt, werde ich da sein, um euch die Updates auf jeden Fall vorzustellen. Neben neuen Waffen, neuen Tools und Rüstungen hat die Mod auch noch viele verschiedene Utility-Items. Unter anderem haben wir schon dabei den Instant Survival Shelter, Miner Stream-Item und Extra Large Zoo Cages. Die Zoo Cages sind eigentlich relativ schnell erklärt. Wir können sie irgendwo platzieren und benutzen, um sozusagen einen Mob einzufangen. Kurz mal rechtsklick gemacht und zack, schon haben wir hier einen kleinen Zoo-Käfig, sage ich mal, ganz automatisch gebaut und so können wir super easy größere Mobs sehr schnell einfangen. Die Zoo Cages gibt es natürlich auch noch in verschiedenen Größen. Das ist jetzt hier auf jeden Fall einer der größten. Als nächstes haben wir den Instant Survival Shelter, der ist relativ easy zu craften tatsächlich und bietet auf jeden Fall erstmal ein bisschen Schutz vor den bösen Mobs, die ihr da draußen in der Welt aktuell schon finden könnt. Einfach rechtsklick und zack. Und schon stehen wir hier vor unserem ersten Haus in Minecraft. Es ist wirklich sehr süß und wir haben vor allem auch noch eine Werkbank mit einer Kiste dabei. Und eigentlich alles, was das Minecraft-Herz begeht, können wir hier drinnen in diesem Haus schon mal finden. Wer jetzt auch noch keine Lust hat zu minen, für den ist das Miner-Stream-Item auf jeden Fall auch sehr praktisch. Einfach irgendwo nach unten graben und rechtsklick auf eine Wand machen und zack, schon haben wir hier einen kleinen Tunnel ausgehoben, wo wir alles abbauen automatisch, außer tatsächlich die Erze. Und so kann man super easy, super einfach überall farmen und viel schneller Items finden. Super praktisch ist auf jeden Fall auch, dass die ganzen Tunnel, die wir graben, direkt automatisch abgestützt werden. Wir haben hier sogar oben eine Lampe drin, die leider aktuell noch nicht funktioniert. Aber hier seht ihr auf jeden Fall auch schon die verschiedenen fossilen Erze, die wir hier finden können, wie am Anfang schon erwähnt wurde. Bevor wir zum Highlight der Mod kommen, und zwar den Mobs, zeige ich euch noch ein paar coole weitere Sachen, unter anderem hier diese Farming-Items, die wir jetzt neu dazu bekommen haben. Mit der Chaos Awakens Mod bekommen wir das Cherry Blossom Biom, was wir eigentlich erst in der 1.20 bekommen, jetzt auch schon in Minecraft. Wir haben nämlich hier unsere Cherry Trees, an denen sogar tatsächlich auch Kirschen wachsen, die wir ernten können. Wir haben unser rosanes Holz, es sieht mega süß aus auf jeden Fall. Des Weiteren haben wir auch noch Pfirsichbäume. Diese Pfirsichbäume können wir auch mit Rechtsklick ganz einfach ernten und so unsere Pfirsiche bekommen. Auf jeden Fall als Nahrungsquelle sehr gut geeignet. Des Weiteren haben wir auch noch hier Apfelbäume. Dürfen natürlich auch in der Awespawn Mod nicht fehlen. Wenn wir die mit Rechtsklick abbauen, bekommen wir auch hier unsere Äpfel wie gewohnt raus. Wir haben auch noch eine Variation des Apfelbaums, und zwar als Goldapfelbaum. Der ist auf jeden Fall auch sehr stark. Wir haben auch noch neue Pflanzen, die wir auf dem Feld anbauen können. Unter anderem hier einmal Radieschen oder zum Beispiel auch Salat oder auch Korn, was wirklich sehr, sehr hoch wachsen kann, wie ihr seht. Ich bin mir nicht sicher, wo die Grenze ist, wie hoch dieses Korn wachsen kann, aber es wächst immer noch weiter, seitdem wir hier diese Aufnahme gestartet haben. Aber wir können es auf jeden Fall auch ganz easy hier abbauen und dann regnet es einfach Korn von oben runter. Des Weiteren haben wir auch noch hier ein paar Tomaten oder auch zum Beispiel Erdbeeren. Wirklich sehr cool, dass wir hier so viele verschiedene neue Früchte haben und so wie es aussieht, bekommen wir auch noch mehr mit den Updates. Jetzt kommen wir noch schnell zu den Strukturen. Ich sage
schnell, da es wirklich noch nicht viele Strukturen hier in dieser Mod gibt. Die ganzen verschiedenen Dimensionen mit ihren riesigen Boss-Dungeons, das ist alles noch nicht in der Chaos Awakens Mod drin. Das sind die Mobber da auf jeden Fall sehr ambitioniert, wie ich finde, wenn sie wirklich alles von der All-Star-Mod hier in die 1.19 portieren wollen. Es ist echt crazy, was sie da noch alles vor sich haben. Aber ich bin, wie gesagt, gespannt. Und wie wir uns mal die kurzen Strukturen hier anschauen, die sehen schon wirklich, wirklich sehr, sehr gut aus. Unter anderem haben wir hier schon mal ein Wespennest. Ihr seht schon direkt hier die Wespen, wie sie herumfliegen. Das sind die ersten Mobs, die wir jetzt hier sehen. Und die sehen wirklich schon sehr, sehr geil aus. Mit den Animationen und den Details ist es echt crazy, wie viel Liebe diese Modder hier reingesteckt haben. Aber auf jeden Fall, das Wespennest ist jetzt wirklich keine große Struktur. Einfach zwei Spawner und noch eine Kiste, wo wir ein bisschen was an Honig finden können. Oder diese Entry-Dungeons, wo wir schon etwas Loot finden können. Jetzt aber wie versprochen zum großen Highlight dieser Mod, und zwar den Mobs. Und ihr seht schon, es gibt einige Mobs, aber noch lange nicht alle Mobs, die die All-Star-Mod hinzugefügt hat. Aber die Mobs, die schon drin sind, sind wie gesagt einfach nur unglaublich krass. Ich nehme mal ein paar hier raus, wir fangen direkt an. Unter anderem hier mit den Apple End Trees, da haben wir gerade eben schon eine andere Variante von gesehen. Die können in den End Tree Dungeons tatsächlich spawnen und euch angreifen. Dann haben wir noch unsere Riesenameise einfach mal in Rot oder zum Beispiel auch noch hier in Braun. Auch eine Termite darf natürlich hier nicht fehlen. Das hier ist ein super kleiner, süßer Tree Frog oder hier auch ein Salathühnchen. Ich meine Leute, schaut euch doch mal an, wie cool es aussieht. Der Herkuleskäfer ist dagegen schon ein etwas stärkerer Boss, auf den ihr auf jeden Fall aufpassen müsst. Mit Full Netherite gegen den Herkuleskäfer, ihr seht schon, der macht ordentlich Damage. Auch die kleinen Dinosaurier der Orsper-Motte sind wieder mit von der Partie. Hier haben wir noch einen Emerald Gator. Als nächstes haben wir einfach einen normalen Vogel. Einen Stinkekäfer, warum auch nicht? Einen super süßen Biber, wie ich finde. Oder auch einfach mal eine Gazelle. Etwas gefährlicher sind da auf jeden Fall schon die Robot Warriors. Um euch vor denen zu schützen, gibt es wieder Äpfel, Goldäpfel und enchantete Goldäpfelkühe. Zu züchten lohnt es sich auf jeden Fall. Mit dabei sogar neue Kristallkühe. Neben Kühen haben wir auch goldene Karottenschweine oder enchantete goldene Karottenschweine. Auch die Kristallschweine sind natürlich dabei. Die Wespen haben wir gerade eben bei den Dungeons schon mal gesehen. Und es gibt auch einige neue, wirklich super coole Fische, die wirklich mega cool aussehen. Sogar ein Wal ist dabei, auch wenn er nicht ganz in dieses Wasserfeld reinpasst. Tut mir leid, keine Sorge, hier wurden keine Tiere verletzt. Noch ein weiterer Fisch, einen Illusioner, einen Zombie-Riesen, sowie Spawn-Eggs für einen Eisengolem, einen Snow-Golem oder zum Beispiel auch Sachen wie der Wither oder den Ender-Dragon. Ich meine, warum nicht? Holy shit! Und den Enderdrachen können wir hier sogar ganz easy one-hitten mit unserem Royal Guardian Sword. Die Welt mag etwas zerstört sein, aber ich denke, das macht nichts. Wenn man die Chaos Awakens-Orspawn-Mod installiert, muss man damit rechnen, dass die Welt etwas kaputt gehen wird einfach. Wie findet ihr die Mod? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ich denke, sie ist wirklich schon sehr, sehr cool. Auch wenn sie noch nicht alle Funktionen der Orspawn-Mod in sich hat. Aber ich denke, mit Updates wird es auf jeden Fall hier mehr Content geben. Und ich werde sie euch auf jeden Fall auch vorstellen, wenn es irgendwelche relevanten Updates geben sollte. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer dass ihr noch ein Like und ein Abo da lassen solltet, wenn es euch gefallen hat. Checkt gerne meinen Twitch-Kanal aus, da gibt es regelmäßig Livestreams. Unten in der Beschreibung ist alles verlinkt. Ich würde sagen, das war's für heute, Leute. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.